Liebe Community, ich habe mich für euch in Schale geworfen und heute widmen wir uns der Königin der Stabi-Übungen. Wir machen Liegestütze für Anfänger und Fortgeschrittene. Vor allem in Laufsportarten ist eine starke und ausdauernde Rumpfmuskulatur wichtig, da sie die Wirbelsäule beim Abfedern der Schritte entlastet. Push-Ups sind die perfekte Stabi-Übung, um deine Rumpfmuskulatur zu stärken. Außerdem werden je nach Ausführung Brustmuskeln, Schultern, Rücken, Arme und sogar der Po trainiert. Die normale Ausführung kennt wahrscheinlich jeder. Für diejenigen, denen diese Ausführung noch etwas schwer fällt, stellen wir euch hier eine leichtere Variante vor. Dafür geht ihr einfach auf die Knie und führt die Liegestütze unter leichteren Bedingungen durch. Langweilig? Dann probiert doch mal die Push-Ups-Variante mit breiten Armen. Hier trainiert ihr vor allem eure Brust und eure Schultern. Fortgeschrittene können sich an die sogenannten Shoulder-Tap-Push-Ups wagen. Mit dieser Übung sprechen wir vor allem die Brust und den Rumpf an. Auch eine coole Variante? Diamond-Push-Ups. Dafür bilden wir mit den Händen die berühmte Merkel-Raute. Weiter geht es mit Push-Ups auf einem Bein. Hier wird wieder mal vor allem die Brust beansprucht. Wer es noch ausgefallener mag, sollte sich mal an Inchworm-Push-Ups versuchen. Komischer Name, aber verdammt coole Übung. Hier wird euer ganzer Körper trainiert und eure allgemeine Stabilität gefördert. Auch diese Liegestütze mit Klatschen in der Luft sind eindeutig eher für Fortgeschrittene und malträtieren nochmal eure Brust.